Ja, meine Damen und Herren, liebe Gäste auf Tempo, ich will es gar nicht lang machen, meine Vorredner haben ganz, ganz viel gesagt. Ich wollte nur einfach auch nochmal zum Ausdruck bringen, dass dieser historische Vergleich, der die Party, der hier gebracht wurde, absolut unzutreffend ist. Die Bipolarität, selbst angenommen, die nukleare Bedrohung habe zur Stabilität beigetragen, das sind natürlich sicherlich andere Faktoren wesentlich zu nennen, auf die ich jetzt nicht eingehen möchte. Aber die Bipolarität, von der hier einige gesprochen haben zwischen USA und Russland, ist ja längst aufgehoben. Wir befinden uns in einer historischen Situation oder in einer derzeitigen Situation, die historisch eher, da würde ich mich tatsächlich an den Kollegen Mijatovic anschließen, eher vergleichbar ist mit der Situation vor dem Ersten Weltkrieg, nur dass eben Nationen, die vergleichbar in einer imperialistischen Spannung sich befinden, wie vor dem Ersten Weltkrieg jetzt mit Atomwaffen ausgestattet sind. Und in dieser Situation, in dieser brenzligen Situation, wo ein Flächenbrand, wo ein Dominoeffekt durchaus nicht unrealistisch ist, dafür zu streiten, diese atomare Bedrohung zu beseitigen, ist dringender denn je. Deshalb appelliere ich, das ist alles schon gesagt worden, die besondere Verantwortung Kassels auch nochmal an alle hier Anwesenden hier zu